Hallo und ein herzliches Willkommen zu dieser sehr speziellen neuen Fahrerarbeitsplatz-Videofolge. Heute das erste Mal mit meinem neuen Darsteller, mit meinem neuen Zweitdarsteller, nämlich einem Armaturenbrett aus einem Büssing BS 110V. Es ist jetzt nach über 6 Monaten, die sich die Verhandlungen und überhaupt die kompletten Prozesse hingezogen haben, heute endlich bei mir eingetroffen. Und ich möchte euch natürlich auch mal daran teilhaben lassen, wie das Ding jetzt im Zustand, wie es eben ankommt, aussieht. Und mache somit jetzt hier am Anfang mal ein kleines Unboxing, wenn man das so sagen kann. Im späteren Verlauf werde ich dann noch auf andere Neuerungen an meinem Fahrerarbeitsplatz eingehen. Aber zuerst möchte ich euch mal dieses Armaturenbrett vorstellen. Und ich bin genauso unbewandert wie ihr. Ich mache das jetzt auch zum ersten Mal auf. Also ich habe es nicht extra schon mal aufgemacht, für mich reingeschaut, da wieder zugeklebt, damit ihr jetzt auch noch Spaß dabei habt. Nein, es ist tatsächlich noch in dem Zustand, wie es vor etwa 3, 4 Stunden hier ankam. Ja, und dann würde ich sagen, beginne ich auch gleich mal, das Ding einmal aufzuschneiden. Ich sehe schon den Anfang. Es ist genial, Leute. Schaut es euch an. Schaut es euch an. Ich muss gerade mal ein Foto machen. Moment. Ich bin fasziniert schon vom ersten Eindruck. Ich mache hier einfach mal ein Foto. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. Ich zoome mal ein bisschen ran. So. Genau. Boah, es ist einfach genial. Hier. Allein, was da an Dreck rausfällt. Unglaublich. Abartig. Schaut es euch an. Ich verschwehe. Heute ist echt wie Weihnachten und Ostern zusammen. Schaut es euch an. Hey, es ist doch einfach nur eine Pracht. Unglaublich. Ich muss gleich noch ein Foto machen. Das ist echt krass. Ich weiß, ich hätte das bei meinem ersten Armaturenbrett auch so machen müssen. Aber bei dem war es halt weitaus unspektakulärer. Jetzt haben wir es ja schon mal hier in den Grundzügen ausgepackt. Oh ja, hier schön mit dem Handbremsventil. Unglaublich, unglaublich. Dann hebe ich es am besten mal raus. Boah, unglaublich. Alter Schwede. Ich möchte auch nichts kaputt machen. Ah ja, hier habe ich noch ein extra verpacktes Teil, ich gebe es mal hier in die Kamera. Kontrolllampen und Birnen, das werde ich jetzt mal gerade schon mal zuvor auspacken. Hier sind die drin. Werde ich euch gleich nochmal genauer zeigen. So, dann packen wir jetzt mal die Kontrolllampen aus. Natürlich hier auch schön auf Video, damit ihr alles seht. Ja, so sieht das Ganze jetzt mal auseinandergebaut aus. Hier übrigens mein normaler Armaturenbrettträger, also meiner vom MAN SL 200. Und hier dieser hier, und ihr seht schon grob, es sind die gleichen, vor allen Dingen dann, wenn ich dieses Ding hier einmal rausnehme. Da sieht man recht schön, das sind die gleichen. Und deswegen werden die auch beide verwendbar sein. Also beim Armaturenbrettträger von dem Büssing BS 110V Brett, wenn man den umdreht, sieht er so aus. Da ist ja noch das Handbremsventil drinnen, jetzt doch. Und ansonsten ist dieser Armaturenbrettträger absolut identisch mit dem, den ich schon habe. Was aber auch erst widersprüchlich war, weil es eigentlich hieß, er ist aus Metall. Es ist sehr schwer feststellbar, ob es Metall ist. Aber ich habe da mal einen ganz einfachen Trick. Ich nehme einfach einen Magneten und probiere dann so aus, ob es Metall ist. Also ich
kann da beim besten Willen nichts Magnetisches feststellen. Hier schon, aber hier nicht die Bohne. Überhaupt nicht. Also dieses Ding hier, es wurde mir glaube ich auch vom Lackierbetrieb schon gesagt, ist definitiv nicht magnetisch. Genauso wie das hier, und das sind wir nämlich auch schon beim nächsten. Ich habe jetzt mal das Armaturenbrett an sich rausgenommen und hier mal in meinen jetzigen Träger schon rein. Und es passt perfekt, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber es passt. Und da greift nämlich eine der wichtigsten Richtlinien der ehemaligen VÖV, nämlich die einheitliche Armaturenbrettgestaltung, auch mit einheitlichen Maßen, dass eben sowas wie bei mir jetzt einfach praktisch ausgetauscht werden kann. Und rein theoretisch müsste es jetzt möglich sein, meinen Tacho zu nehmen. Ich werde das gerade mal tun. Meine Hände sind schon jetzt mehr als schmutzig. Also setzen wir ihn mal rein. So, also auf den ersten Blick passt er. Auf den zweiten Blick lässt sich feststellen, das, was ich schon leider befürchtet hatte. Erstens ist hier oben so eine Aussparung, die aber leider etwas zu klein ist für meinen Tacho. Das heißt, der damalige Tacho hatte ein kleineres Schlüsselloch und beziehungsweise gar keins. Und die zweite Sache, weil das an sich wäre ja noch nicht so wirklich schlimm, aber die zweite Sache ist, dass hier unten diese Ausbuchtung drin ist und die gab es bei diesen alten Tachos nicht. Die ist hier nicht vorhanden. Ja, deshalb ist es relativ blöd, jetzt so einen reinzusetzen. Kann man natürlich machen, aber ist natürlich schönheitstechnisch nicht wirklich das Optimum. Ja, hier sieht man jetzt recht schön den alten Hammerschlaglack, der eigentlich eher solchen, ja, Buchtungen hier ähnelt. Also es war gar kein so richtiger Hammerschlaglack wie jetzt bei diesem Brett zum Beispiel, sondern also bei diesem Träger, den ich ja mittlerweile schon längst abgeschliffen habe, war ja auch so ein Lack hier drauf. Aber der war eben nicht ganz so ausufern, sage ich mal. Hier sind so richtige Blasen drauf, beim anderen war das eher dezenter. Das heißt, auch hier sieht man deutliche Unterschiede. Und ja, das Federspeicher-Feststellbremsventil ist da, samt Halteplatte. Lässt sich aber nicht bewegen. Warum nicht, weiß ich nicht genau, werde ich noch klären müssen. Hier ein Schild für den Abschaltdruck. Alles leider angenietet, wie so oft. Da werde ich mir auch noch was einfallen lassen müssen. Überhaupt werde ich mir mal überlegen müssen, ob ich jetzt beide Träger restauriere oder nur einen. Ja, und um jetzt nochmal auf das Brett zurückzukommen, ich möchte jetzt da gar nicht zu viele Worte verlieren, sondern euch das eher in den Bildern zeigen, was da genau im Argen ist, sage ich mal. Aber grob kann man ja mal festhalten, der Zustand des Bretts ist hier, man sieht es schon, wirklich sehr kritisch teilweise. Ja, und hier sieht man es auch schön, also da muss ich wirklich noch einiges leisten. Hier gibt es jetzt mal Teile, die einzelnen Teile. Ich werde euch ein paar vorstellen und ich werde euch auch nochmal den Zustand ein bisschen näher zeigen. Sieht man hier auf den Fotos, denke ich, auch mal ein bisschen besser als in den Filmaufnahmen. Gerade hier das Bild oder auch hier sieht man schon deutlich die Abplatzer und die Rostspuren bzw. das komplett verrostete Brett. Hier sind die Anzeigen zu sehen. Auch hier muss man natürlich mal sich vorstellen, diese Ringe müssen alle ab. Wie genau das funktionieren soll, weiß ich noch nicht. Hier sieht man den richtig alten, wertvollen Gangwalttaster, die zwei alten Türtaster und die Schalter. Ja, hier die Kontrolllampen im noch ungereinigten Zustand. Da sind eben auch Elfenbeinfarbene dabei, aber dazu dann mal fachspezifisch mehr. Hier dann mal das Armaturenbrett, wie es aus dem Träger ausgebaut aussieht. Hier nochmal die Türtaster mit Fahrbereit-Kontrolllampe und oben den alten Kippschaltern. Auch hier gut zu sehen diese Lackabplatzer. Hier nochmal die zwei Anzeigen und der Warnblinkschalter sowie die Kontrolllampen oben. Hier sieht man den Armaturenbrettträger mit Armaturenbrett vom MAN SL und den Armaturenbrettträger mit Armaturenbrett vom Büssing BS110V. Hier das Brett vom BS110V von hinten. Da sieht man nochmal besonders deutlich den echt schlechten Zustand. Hier den alten Gangwallschalter von hinten. Ein richtiges Monstrum. Und ebenfalls die beiden Türtaster. Und hier einige ausgebaute Teile,
sowie die Schalterleistenbeschriftung oben. Auch hier sieht man, die ist relativ verrostet und alle Beschriftungen müssen noch rausgenommen werden. Und ja, hier sieht man wirklich, wie der Rost sich überall reingefressen hat und was da eigentlich zu leisten ist, um die Schalter von diesem Rost zu befreien und sie überhaupt ausbauen zu können. Denn die Rostschichten sind teilweise so dick und so zäh, dass man sie nur mit sehr viel Mühe und Kraftaufwand rausbekommt, wenn überhaupt. Hier die zwei Druckanzeigen. Und man muss natürlich auch aufpassen, denn das Material ist über die Jahre sehr spröde geworden. Hier gerade bei der Handbremse ist auch das Problem, dass die Schrauben teilweise auch festgerostet sind. Da muss ich mir noch was Gutes einfallen lassen, um die loszubekommen. Und hier nochmal ein Gesamtüberblicksbild über die ganze Werkbank. Kommen wir zu den anderen Sachen, die sich getan haben in Sachen des Projektes bzw. des Rohbaus. Hier zum einen wurden die unterschiedlichen Teile mit einem Grundierungslack, der extra angemischt wurde und als sogenannte Sperrschicht oder Schutzschicht für den eigentlich grauen bzw. verkehrsschwarzen Lack dienen soll. Damit wurden die eben schon versehen. Dieser Lack ist geruchsneutral und hat allein 30 Euro gekostet, weil er eben extra angemischt wurde. Ja, damit wurden die Teile eben alle lackiert. Man hat es gerade schon recht schön gesehen. Teilweise wurden sie auch extra nochmal hier mit Filler grundiert, damit alle noch so kleinen Unebenheiten herausgehen. Und ja, der Rest wurde, wie gesagt, mit diesem Untergrund, diesem Haftgrund, der eben verhindern soll, dass die Farbe die eigentliche ins Holz einzieht und dann ihre Strahlkraft verliert, grundiert. Hier auch der Rollbandkasten, den wir aber nochmal etwas überarbeiten werden. Da gefällt mir das Fenster für das Rollband noch nicht so ganz. Hier wurden nochmal an den Kurbeln einige kleine Unebenheiten und Schraubenlöcher gespachtelt und später dann auch geschliffen. Als weitere Schicht kam dann nach dieser Grundierung der eigentliche Lackauftrag. Der geschah eben mit einem ebenfalls geruchsneutralen und extra für 30 Euro angemischten Lack in der Farbgebung RAL 9005, Verkehrsschwarz, genau dem Schwarz, in dem auch die Armaturenbretter gehalten wurden und gehalten werden sollen. Ja, hier zum Beispiel ein Turm, der da komplett gestrichen wurde. Es ist wirklich hammermäßig geworden, absolut spiegelglatt. Die Mattausführung der Farbe wurde gewählt und es kann sich einfach nur sehen lassen. Es sieht einfach gigantisch aus und passt dann später auch 1:1, wie gesagt, mit den Armaturenbrettern und Armaturenbrettträgern zusammen. Hier im Folgenden sieht man nochmal das Haltebrett, die Grundplatte für den Armaturenbrettträger mit der Lenksäuleneinfassung. Auch die ist wirklich spiegelglatt und äußerst, äußerst schön geworden. Also der Farbkauf hat sich trotz der hohen Kosten auf jeden Fall gelohnt. Hier sieht man den Ständer für den Geldwechsler von Kraut. Auch der ist wirklich sehr, sehr schön gelungen und wird sich später bestimmt auch super mit dem Zahltisch zu einem stimmigen Gesamtbild zusammenfügen. Und hier zuletzt noch die Grundplatte für den kompletten Aufbau mit dem Gestell für das Lenkrad. Die Pedale wurden dann mit Schrauben befestigt, dazu aber auch nochmal in einem späteren Video mehr. Hier sieht man noch eine Ansicht des Kastens, wie er innen aussieht, also des breiteren Kastens. Ich weiß, das Starkstromzeichen gehört da eigentlich nicht hin, aber ja, ein bisschen Strom, zumindest die Relais und das A-Case sind ja noch da. Ja, das war es soweit schon zum Lackieren. Hier sieht man noch ein schönes Teil, nämlich ein Haltewunsch-Taster aus einem Büssing BS110V, also ein relativ altes Modell. Das habe ich mir schon gesichert bei dem Omnibus-Privatbesitzer, bei dem Sammler Herrn Redemann. Noch ist es nicht ganz so interessant für mich, denn ich bin ja noch voll beschäftigt mit den Armaturenbrettern an sich, aber es wird auf jeden Fall auch bald seinen Weg zu mir finden. Zu dem Anzeigenumbau auf Servos werde ich ein eigenes Tutorial nochmal anlegen. Ich möchte dieses Video hier heute nicht noch zusätzlich in die Länge ziehen. Ich denke, ihr habt schon viel genug Informationen bekommen, sonst wird es auch irgendwann zu viel zum Aufnehmen. Ja, und dieses Video zum Servoeinbau bzw. Servoumbau der Anzeigengrundinstrumente des Tachos. Das wird es auch bald geben. Da möchte ich mir aber nochmal ganz speziell Zeit dafür nehmen. Ich habe jetzt eine Woche Urlaub. Vielleicht entsteht da schon was, vielleicht aber auch erst später. Ich möchte auf jeden Fall sicher gehen, dass dieses Tutorial
allumfassend wird und damit, dass es auch wirklich jeder versteht und anwenden kann. Ja, das soll es gewesen sein von dieser Stelle heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so war, dann gebt dem Video doch bitte einen Daumen hoch, lasst einen netten Kommentar da oder auch ein Abonnement. Teilt meine Videos gern auf sozialen Netzwerken und macht das Ganze bekannt, denn der Fahrerarbeitsplatz ist immer noch eine Geschichte, die leider viel zu wenig an Fangemeinde aufgebaut hat. Aber ich denke, das kann sich auf jeden Fall noch verbessern. In der Kanalbeschreibung findet ihr noch den Link zu dem Kanal von Ian, einem ebenfalls Fahrerarbeitsplatz Bauwütigen, der gerade am Bauen von einem VÖV-Armaturenbrett ist. Und ja, schaut doch gerne mal bei ihm auch vorbei. Ich wünsche euch alles Gute, habt eine schöne Zeit, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal dann wieder dabei, wenn es dann das zweite Mal erst heißt, MANSL Büssing BS 110V Fahrerarbeitsplatzprojekt. Macht's gut, bis dann. Tschüss.